Hey, herzlich willkommen. Neue Folge bei Build Not Bought TV. Ich glaube, dass das Thermostat oder der Temperaturgeber fällig ist. Frische Kühlflüssigkeit drin, die lasse ich jetzt erstmal ein bisschen wieder ab. Dazu nehme ich so einen Trichter mit einem Sieb drin. Und zwar bis unterhalb des Levels des Thermostats jetzt hier oben. Befindet sich das Thermostat hier. Hier ist der Temperatursensor. Hier sind die Kühlerschläuche. Zwei Schrauben, eine lange, eine kurze unten drunter. Und dann geht es wieder mit Schutzbrille bewaffnet. Hier ist das Ventil. Das wird aufgedreht und dann die Kühlflüssigkeit ein Stück abgelassen, sodass es nicht mehr auf der Höhe vom Thermostat sitzt. Den Kühlerdeckel müsst ihr natürlich abnehmen und während das Ganze ausläuft, gibt es hier einen kleinen Spritzer Rostlöser drauf. Der Kühler ist abgelassen. Hier steht die Flüssigkeit und ihr seht im Sieb alles sauber. Ich habe es nur über das Sieb ablaufen lassen zur Sicherheit. Das hebe ich auf und verwende ich wieder. Als nächstes werden die Schläuche vom Thermostatgehäuse getrennt. Der Schlauch ist ab. Yummy. Und jetzt kommt der nächste dran. There it is. Greasy. Ja, so ist das bei knapp 30 Jahre alten Sachen. So, im Anschluss wird noch, zack, der Stecker für den Temperatursensor. Hier einfach die Nase anheben. Weg damit und das ganze Ding ist frei. Also diese Schraube, wenn es denn noch die erste ist, 1,5 Zoll und da geht sie los. Unten ist auch 1,5 Zoll, die ist etwas kürzer. Die werden jetzt beide gelöst und dann kommt das Thermostatgehäuse ab. JK? Mami hat den JK. So, nachdem die Schrauben gelöst wurden, wird das Thermostatgehäuse einfach abgenommen. Gegebenenfalls ein bisschen rütteln, ein bisschen klopfen. Hier sitzt das Thermostat, rundherum ist dann die Dichtung. Die wird jetzt entfernt und dann kommen die neuen Teile dran. Also die Dichtung ist sehr, sehr alt und sehr, sehr fest. Kratze ich jetzt mit einer Spachtel auf jeden Fall schön sauber, bis die Dichtflächen glatt sind und auch wieder mit Metall. So, das hier ist jetzt eine Nylonbürste, einfach mal um diesen alten Dreck hier wegzumachen. Hier nochmal alt gegen neu. Hier ist das alte Thermostatgehäuse. Hier ist noch der Temperaturfühler eingebaut. Da sieht man ihn. Das Thermostat selber, ein Stück von der Dichtung, die alte wurde abgeschabt. Hier sind die Schrauben, die drin waren und ich war zwischenzeitlich im ATU um die Ecke. Hier ein neues Gehäuse. Hier wird eine Dichtung mitgeliefert, die ist aber nichts, deswegen noch eine ein bisschen dickere Dichtung. Hier ist noch Dichtmasse, neuer Temperaturfühler. Und das neue Thermostat. Werksvorgabe ist 91 Grad Celsius oder 195 Grad Fahrenheit, wenn die öffnen sollen. Und dann kann es an den Zusammenbau gehen. Die Bolzen sind 2 1/4, also erstmal sind es 5 Sechzehntel mal 18 mal 2 1/4 Zoll der obere und 5 Sechzehntel, 18, 3/4 Zoll für die untere Schraube. So, ich fange also damit an, dass ich hier auf die Innenseite, ich versuche das mal zu zeigen, hier ein kleines bisschen Dichtmasse aufbringe. Eigentlich dient das nur der Hilfe, dass mir das Thermostat nachher nicht
verrutscht, wenn ich mit dem Gehäuse drüber gehe. Und das aus seiner, da ist eine ganz kleine Nut am Motor dran. Die müsst ihr auch darauf achten, dass ihr die sauber habt. Das Ganze dann hier rundherum ein bisschen verteilen. Und wie gesagt, das soll einfach nur dazu dienen, das Thermostat an der Stelle zu halten, bis das Gehäuse drüber ist und alles sauber sitzt. So, das Thermostat wird dann in den Motorblock eingesetzt. So, als nächstes, nachdem das Thermostat eingesetzt wurde, gehe ich hin und bestreiche hier die Stirnfläche mit der Dichtmasse. So, dann kommt die Felpro Dichtung drauf, so heißt der Hersteller. There we go. Und das gleiche kommt jetzt hierhin auch. So, das Gehäuse ist drin. Ich konnte dabei jetzt nicht filmen, weil das ist wirklich eng. Hier unten die Schraube ist biestig. Und zwar gebe ich euch den Tipp, macht die Schrauben rein und während ihr dann das Gehäuse rüberstülpt, dann habt ihr gleich die passenden Löcher gefunden und die Schrauben sind jetzt nur handfest angezogen. So viel das bisschen Dichtmasse, ihr seht das hier, ein bisschen rausquetscht. Das Ganze wird dann jetzt ein bisschen anziehen gelassen, weil die Dichtmasse macht keinen Sinn, wenn ich sofort die Schrauben fest anziehe, dann habe ich keine Dichtmasse mehr auf den Dichtflächen und ja, der Effekt ist weg. Also die Dichtmasse jetzt ungefähr eine Stunde ein bisschen anziehen lassen, handfest mit den Schrauben und danach auf, ich glaube, 35 Foot-Pound, 35 oder 40 Newtonmeter anziehen. Die Dichtung, also die Dichtmasse hat jetzt eine Stunde quasi geruht und jetzt wird das Ganze auf 35 Foot-Pound, das sind 46 Newtonmeter. Also ich denke, mit 45 Newtonmeter gleichmäßig anziehen, dann ist man auch gut dabei. Hier ist der Temperatursensor. Der hier kommt jetzt schon mit ein bisschen Teflon dran. Solltet ihr einen haben, der noch keinen Teflon hat, empfehle ich einfach so ein, zwei Lagen Teflonband. Das Ganze könnt ihr dann mit einem 19 mm Deep Socket festschrauben. So, der Stecker ist drin und das ist Geschmackssache. Ups. Ich mache dann gerne nochmal, wenn ich Lampen oder sowas wechsle oder Stecker abhab, mache ich noch ein bisschen Steckerfett oder Bulb Grease, die Electric Grease. Das hält einfach das Wasser raus und hält es vielleicht ein bisschen länger. So, zum Schluss kommen die Schläuche alle wieder an ihren Platz. Das war also, der Stecker muss drauf, der Schlauch und der Schlauch mit der Klammer. Das geht wieder nur zweihändig. Eins, zwei, drei Dinge und dann seid ihr fertig. So, ihr Lieben, also das war das heutige Tagwerk. Was haben wir gemacht? Einmal das Thermostat mit Gehäuse und Temperatursensor gewechselt, eine Dichtung gemacht dafür, Kühlwasser abgelassen, Kühlflüssigkeit. Und morgen geht's weiter. Es warten noch einige Arbeiten.
der Kleine vor sich hat, bis ich ihn guten Gewissens auf die Straße lasse. Also, bleibt dran und viel Spaß beim Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Vielleicht abonniert ihr meinen Kanal oder gebt einen Kommentar ab, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder so. Bin ich immer wieder dankbar. Und ansonsten alles Gute, wir sehen uns. Ciao, ciao.